Ein Artikel aus dem Magazin für psychoaktive Kultur Lucys Rausch, Ausgabe 13. Ein Artikel von Matthias Bröckers aus seinem Buch Die Rückkehr nach Eleusis, erschienen auch im Nachtschatten Verlag 2021. Anmerkungen zur psychedelischen Renaissance. Speisen der Götter versus Mind Control. In den letzten Jahren erhielt ich mehrmals Anfragen von Redaktionen. Sie kennen sich doch mit der Geschichte des LSD aus. Was hat es jetzt mit diesem neuen Trend des Microdosing auf sich? Können Sie uns dazu etwas schreiben? Weil ich mit ganz anderen Themen beschäftigt war, lehnte ich das freundlich ab. Aber als dann ein Redakteur noch einmal am Telefon nachhakte und fragte, was ich von diesem neuen Silicon Valley Hype denn halten würde, meinte ich spontan: Ach, weißt du, LSD wurde doch nicht erfunden, damit irgendein börsennotierter Startup-CEO seine Bilanzpressekonferenzen smarter durchziehen kann. Microdosing sollte erst erlaubt werden, wenn die Konsumenten zuvor eine amtliche Sitzung mit, sagen wir mal, 100 Mikrogramm absolviert haben. Das war ein Scherz, aber mit einem ernst gemeinten wahren Kern, der auch meiner Haltung gegenüber der gesamten Renaissance der Psychedelika entspricht. Denn so richtig und erfreulich es ist, dass diese heiligen Substanzen nach Jahrzehnten der Dämonisierung und Verfolgung rehabilitiert werden, so wichtig scheint mir dabei die Frage, warum und vor welchem Hintergrund dies ausgerechnet jetzt geschieht und nicht schon vor 10, 20 oder 30 Jahren. Die Erkenntnisse über den medizinischen und therapeutischen Nutzen, die seit einiger Zeit regelmäßig auch in den Massenmedien auftauchen und an großen Universitäten gewonnen werden, sind ja nicht wirklich neu, sondern bestätigen das, was die legale Wissenschaft Mitte der 1960er Jahre schon erkannt hatte und was die Forschungen im Untergrund seitdem an Erkenntnissen erbracht haben. Bis zum Verbot von LSD Mitte der 1960er Jahre gab es bereits tausende von Berichten und Studien von Ärzten, Psychotherapeuten und Bewusstseinsforschern über die Wirkungen und Behandlungserfolge mit dieser neuartigen Substanz. Die CIA erprobte in den 1950er Jahren mit ihrem berüchtigten Programm MK-Ultra mit zahlreichen unverantwortlichen Experimenten den Einsatz von Psychedelika als Wahrheitsserum, als Mittel zur Gehirnwäsche und als Waffe der biochemischen Kriegsführung. Dies macht das unlängst erschienene Buch von Stefan Kinzer über ihren obersten Giftmischer Sidney Gottlieb noch einmal überaus anschaulich und haarsträubend deutlich. Das Buch heißt Poisoner in Chief, Sidney Gottlieb and the CIA Search for Mind Control, 2019, zu Deutsch Project Mind Control. Das Wissen um die helfenden und heilenden Einsatzgebiete dieser Substanzen ist also ebenso lange bekannt wie ihr gefährlicheres und destruktiveres Potenzial. Und so verwundert es auch nicht, dass die Art und Weise, wie sie jetzt bei Therapiesitzungen eingesetzt werden, ziemlich genau dem entspricht, was die Harvard-Pioniere Timothy Leary, Richard Alpert und Ralph Metzner Anfang der 60er Jahre über Set und Setting erforscht und praktiziert haben. Dass sie ihr Wissen aus dem akademischen Elfenbeinturm auch auf dem Campus und nach dem Harvard-Rausschmiss in aller Welt verbreiteten, wird zwar gern als unverantwortlich zitiert und als der eigentliche Anlass für das 1966 erfolgte Verbot von LSD gesehen, doch anders als die späteren Schriften Learys, die er als gefallener Engel der Wissenschaft, als politischer Aktivist und Botschafter der Hippies verfasste, belegen die akademischen Schriften aus dieser Zeit, dass die psychedelische Erfahrung für Professor Leary keineswegs ein Partyspaß war, sondern ein mächtiges Werkzeug, das gesamte Wissen und die Wissenschaft über die menschliche Seele auf eine neue Ebene zu bringen. In diesen Arbeiten ist im Prinzip schon alles angelegt, was in den letzten Jahren wiederentdeckt wurde. Damals jedoch führten sie dazu, Leary als Staatsfeind Nummer 1, so Präsident Nixon, zu deklarieren und diese Wissenschaft zu kriminalisieren. Mittlerweile werden millionenschwere psychedelika Hedgefonds an den Börsen gehandelt
Netflix bringt Doku-Serien über die Vorteile halluzinogener Substanzen für persönliches Wachstum und Gesundheit. Und die populären Medien überschlagen sich nahezu im Wochenrhythmus vor Begeisterung. Zum Beispiel: Magic Mushrooms may be the biggest advance in treating depression since Prozac. Zu Deutsch: Zauberpilze sind möglicherweise der größte Fortschritt bei der Behandlung von Depressionen seit Prozac. Das meldete zum Beispiel Newsweek am 22. September 2021. Die Überschrift macht deutlich, worum es bei dieser Renaissance geht. Das meistverkaufte Antidepressivum Prozac hat nach 30 Jahren ausgedient, weil es ohnehin nur 60% der Patienten überhaupt hilft. Und die seit mindestens 5000 Jahren bekannte erweiternde und heilende Wirkung der Pilze wird als großer Fortschritt gepriesen. Für die Pharmaindustrie, die sodann mit patentierten Produkten einen milliardenschweren Markt aufrollen kann. Terence McKenna sagte einmal: Psychedelika sind nicht illegal, weil eine liebevolle Regierung befürchtet, dass man aus dem dritten Stockwerk springen könnte. Nein, Psychedelika sind illegal, weil sie Meinungsstrukturen und kulturell festgelegte Modelle des Verhaltens und der Informationsverarbeitung auflösen. Sie eröffnen dir die Möglichkeit, dass alles, was du weißt, falsch ist. Ja, aber so die Autorin Caitlin Johnstone, Zitat: Das ändert sich gerade. Wir sehen jetzt die Unterstützung für den Konsum von Psychedelika durch dieselbe plutokratische Klasse und ihre Konzernmedien, die immer daran arbeiten, den Status quo zu erhalten, auf dem ihre Reiche aufgebaut sind. Was hat sich also geändert? Die Situation hat sich geändert. Die globalen kapitalistischen Institutionen sind sich der Tatsache bewusst, dass sich die westliche Zivilisation in einer Krise der psychischen Gesundheit befindet, die sich nur noch verschlimmern dürfte, da Depressionen, Angststörungen und Drogenmissbrauch seit Jahren an unzähligen Fronten stark zunehmen. Der zunehmend verbreitete Einsatz von Antidepressiva hat in den USA, Australien, Kanada, England und anderen wohlhabenden Ländern nicht zu einem allgemeinen Rückgang der Symptome und Prävalenz von Stimmungsstörungen geführt. In Amerika werden junge Menschen seit über 80 Jahren immer depressiver und ängstlicher und niemand weiß warum. Also einer der Gründe liegt sicher darin, dass die USA ihre jungen Menschen permanent in irrsinnige Kriege schicken, aus denen sie mit posttraumatischen Syndromen nach Hause kommen und medizinische Betreuung benötigen. Das Ausbleiben einer erfolgreichen Behandlung hat mittlerweile mehr Leben gekostet als die Kämpfe an der Front. In 20 Jahren Krieg in Afghanistan und Irak wurden 7000 US-Soldaten getötet. Aber 30.000 Überlebende sind nach ihrem Einsatz durch Suizid gestorben. Diese schreckliche Bilanz hat dazu geführt, dass Ecstasy, die jahrzehntelang verfolgte und kriminalisierte Empathiedroge MDMA, jetzt vom Pentagon favorisiert wird, um die geschädigten Seelen der Veteranen effektiv und preiswert zu reparieren. Zumal, wenn, wie bei der Behandlung von Depressionen mit Magic Mushrooms, oft schon ein oder zwei Sitzungen ausreichen, um die Klienten wieder in die Spur zu bringen. Auch dieses Wunder ist wahrlich nichts Neues. Der mutterkornhaltige Kykeon, der heilige Trank des Mysteriums von Eleusis, war nichts anderes als eine solche Medizin. Sie hielt die Gemeinde dieses Heiligtums, in der die Fundamente der gesamten abendländischen Kultur geschaffen wurden, in der gesamten griechischsprachigen Welt mehr als 1000 Jahre lang zusammen. Auch in anderen Teilen der Welt haben die Völker für den Blick über den Zaun von Raum, Zeit und Sterblichkeit auf die Hilfe von Pflanzen, den psychedelischen Speisen der Götter, zurückgegriffen, die im Zentrum der Kulturen und Religion standen, bis sie von monotheistischen Kulten gewaltsam unterdrückt und durch Rituale mit verdünnten Placebo-Sakramenten ersetzt wurden. Christliche Barbaren zerstörten im 4. Jahrhundert den heidnischen Tempel von Eleusis und mit ihm das wichtigste Initiationsritual des antiken Abendlandes.
Weil es Initiierten verboten war, über das Erlebte zu sprechen, liegen nur raunende Zeugnisse über die Erfahrungen vor. Auch die großen Schriftsteller wie Platon, Aristoteles oder Sophokles hielten sich an das Schweigegebot. Was aber der römische Staatsmann Cicero über die heilsame Einwirkung in Eleusis schrieb, und zwar: Nicht nur haben wir dort den Grund erhalten, dass wir in Freude leben, sondern auch dazu, dass wir mit besserer Hoffnung sterben. Was also Cicero darüber schrieb, klingt nicht zufällig wie die moderne Definition eines Antidepressivums. Der heilige Trank bescherte eine fundamentale innere Erfahrung des Geistes, der Seele, des Göttlichen. Wird das in unserer Zeit, wie Aldous Huxley in seiner Dystopie Schöne neue Welt ausgemalt hat, dazu führen, dass die Menschen ihre Knechtschaft lieben? Wenn die psychedelische Renaissance von oben ausgerollt wird, dann könnten Oligarchen, Regierungen und Gesundheitsindustrie mit rosaroten All-You-Need-Is-Love-Brillen pharmazeutisch sicher dafür sorgen, dass die Sklaven ihre totale Abhängigkeit lieben lernen. Die Gefahren einer solchen pharmakologischen Ruhigstellung der Massen sollten stets im Auge behalten werden, wenn von einer Renaissance der Psychedelika die Rede ist. Und gleichzeitig sollte man sich daran erinnern, dass diese CIA-Versuche von Mind Control mittels LSD schon damals nach hinten losgingen und in den 60er und 70er Jahren Geister weckten, die alles andere als kontrollierbar waren. Und wie ich unsere alten Freunde, die Pilze, kenne, sie leben schon viel länger auf diesem Planeten und kennen sich mit den Netzwerken der Erde und der Pflanzen weitaus besser als der Mensch aus, die werden sich auch jetzt nicht auf patentierte, mikrodosierte Häppchen reduzieren lassen. Warum Magic Mushrooms sich ihre Magie überhaupt leisten und die relativ aufwendige chemische Produktion von Psilocybin unternehmen, obwohl sie Abwehrstoffe gegen Insekten sehr viel einfacher herstellen könnten, auf diese Frage fanden Forscher unlängst eine überraschende Antwort. Die Pilze wollen ihren Fressfeinden nicht einfach den Appetit verderben, sondern deren Bewusstsein ändern. Weil ihre Botenstoffe eng verwandt sind mit den Substanzen unseres Gehirns, wie Serotonin, verändern sie auch das Bewusstsein der Menschen. Und sie tun das zuverlässig über den Tellerrand jeder verordneten Gedankenkontrolle und Gehirnwäsche hinaus. Sie können auch dem größten, gierigsten Fressfeind und Artenvernichter des ganzen Planeten, der Gattung Homo, nicht den Appetit daran verderben, die Erde in einen giftigen Backofen zu verwandeln, aber sie können ihm ein Bewusstsein davon verschaffen, was er da eigentlich tut. Und nur mit diesem Wissen, einer wiederhergestellten Verbindung mit dem Geist der Erde und des Kosmos, führt eine Renaissance zu einer echten Wiedergeburt. Dass die Pilze dabei helfen, vom Fressfeind zum Lebensfreund zu werden, ist keine Frage. Aber um den Wandel zu erreichen, steht jeder und jede Einzelne selbst in der Verantwortung.